Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gamesum Check Hardware. Bevor es mit den neuen Nvidia-Grafikkarten losgeht, mit der 2080er, mit der 2070er und dann später natürlich auch mit der 2060er und 2050er, gucken wir uns nochmal eine Grafikkarte aus der aktuellen / alten Generation an. Wir haben nämlich nochmal was ganz Schickes von KFA2 bekommen, nämlich eine GeForce GTX 1060. In diesem Fall ist das natürlich ein Custom-Modell, hat die zusätzliche Bezeichnung OC. Wir haben ja schon vor einiger Zeit das XOC-Modell getestet, das nochmal etwas höher übertaktet ist. Hier handelt es sich quasi um das kleinste 1060er-Modell von KFA2, natürlich noch über den Referenzmodell von Nvidia angeordnet oder angesiedelt. Und ja, ich werde euch da jetzt ein bisschen was über die Grafikkarte erzählen, weil sie aus meiner Sicht ein absoluter Preis-Leistungstipp ist. Also wer gerade nach diesem ganzen Mining-Boom, der ja zum Glück wieder zurückgegangen ist, die Grafikkarten werden langsam wieder etwas günstiger, wer also jetzt auf der Suche ist nach einer flotten Grafikkarte, mit der man unter Full HD mindestens immer 60 Bilder pro Sekunde hat, für die dürfte diese 1060er sehr interessant sein. Und deswegen stelle ich die euch auch jetzt etwas genauer vor. Fangen wir mal an beim äußeren Erscheinungsbild. Ihr seht schon, die Grafikkarte ist sehr schlicht gehalten. Ja, damit man natürlich auch den Preis etwas niedriger halten kann, hat man auf irgendwelche coole RGB-Beleuchtung und so einen Schnickschnack hat man verzichtet. Wir haben hier ganz klassisch eine Kunststoffabdeckung, haben hier zwei Lüfter, das sind in dem Fall zwei Axiallüfter mit 80 mm Durchmesser. Darunter ist ein großer Kühlkörper aus Aluminium, Kupfer, Heatpipes, also sehr klassisch gehalten. Wie gesagt, ohne großen Schnickschnack, keine RGB-Beleuchtung, nicht irgendwelche zusätzlichen Knöpfchen, die man drücken kann, um, wie gesagt, den Preis etwas niedriger zu halten. Ansonsten vielleicht kurz auch die Maße der Dual-Slot-Grafikkarte, ja, das auch nochmal zu erwähnen. Wir haben hier, ich habe die Maße extra rausgesucht, genau 214 x 111 x 39 mm, also noch eine recht kompakte Grafikkarte, ist natürlich jetzt keine Mini-Karte, aber passt auf jeden Fall gut auch in kompaktere Systeme rein, also Midi-Tower und so weiter, kein Problem für die Grafikkarte, dass man da irgendwie Angst haben muss, dass die nicht reinpasst. Ja, natürlich stellt sich wie immer gleich die Frage, wie sieht es aus mit Taktraten, wie sieht es aus mit der Speicherbestückung, das sind natürlich die wichtigen Sachen, deswegen fangen wir auch gleich direkt da an. Also wir haben nach wie vor eine Pascal-Grafikeinheit von Nvidia verbaut, in dem Fall einen GB106 Grafikchip, das ist so wie bei allen anderen 1060er Grafikkarten auch der Fall. Wir haben 6 GB GDDR5 Grafikspeicher mit einer Standardtaktrate von 2 GHz, ja, mit 192-Bit Speicherinterface. Daraus ergibt sich dann eine Speicherbandbreite von 192 GB pro Sekunde. Also seht ihr schon, da seid ihr auf jeden Fall super gewappnet. Ich sage es immer wieder, 6 GB Grafikspeicher ist optimal. Da muss man auch keine Angst haben, sofern man bei Full HD zockt, dass irgendwie mal der Speicher zu Ende geht. Gerade bei moderneren Spielen ist es so, dass die immer mehr Grafikspeicher benötigen. Deswegen sind heutzutage 4 GB für eine moderne Grafikkarte fast schon so wenig. 6 GB ist optimal. Zurück zur Grafikeinheit, zum Grafikchip. Der taktet standardmäßig mit 1518 MHz. Der Boost-Takt beträgt 1733 MHz. Und das sind dann insgesamt 24 MHz mehr als bei der Referenzkarte. Wie ich habe es ja schon vorher erwähnt, die Karte taktet jetzt nicht massiv höher, es ist jetzt kein extrem übertaktetes Modell, aber ihr könnt selbst per Hand, per Software, könnt ihr die Grafikkarte weiter übertakten. Wir haben das ausprobiert, wir sind nicht die absoluten Overclocking-Monster, sage ich jetzt mal, ja, sondern wir gucken da immer, was so der normale User noch herausholen kann, ohne dass er da irgendwie BIOS und so Sachen modifizieren muss. Ja. Wir haben ganz einfach hier die hauseigene Software genommen von KFA2, gibt natürlich auch andere Overclocking-Programme, mit denen man den Grafikchip Takt ändern kann, und sind mal stufenweise hochgegangen und siehe da, 100 MHz, also knapp 100 MHz waren locker drinnen beim GPU-Takt, und da holt man dann doch schon 2, 3, 4 Frames zusätzlich raus, je nach Spiel, also das ist schon ganz ordentlich. Und da muss man halt auch wieder das Kühlkonzept loben, zwei Lüfter, die jetzt nicht unbedingt extrem leise sind, also gleich vorweg, es ist keine Silent-Grafikkarte, wenn die Lüfter voll aufdrehen, also wenn die Karte unter Last ist, dann werdet ihr die Lüfter
recht gut raushören. Ja, also jetzt, sie sind nicht laut, aber man wird sie rausholen, vor allem wenn man ein etwas leiseres System hat, ja, wenn man da irgendwie mit All-in-One-Wasserkühlung arbeitet, dann hört man das Ganze raus, vor allem jetzt im Sommer, wo es eh schon mal von Haus aus im Raum selber sehr warm ist, ja, ist es so, dass die Grafikkarte natürlich nochmal etwas mehr zum Arbeiten hat, dass sie einfach, weil sie einfach wärmer wird und da fahren die Lüfter einfach auch hoch, aber die Karte bleibt in erträglichen Level, also ihr werdet es in einem normalen System, wenn ihr jetzt zockt und vielleicht sogar Kopfhörer auf hat, werdet ihr die Karte niemals raushören. Ja. Ansonsten, wir haben jetzt keinen Passiv, also keinen Semi-Passiv-Betrieb, das heißt, die Lüfter laufen immer durch, ja, also auch wenn ihr am Desktop unterwegs seid, das Schöne ist aber, dass die Lüfter da wirklich mit einer ganz, ganz niedrigen Umdrehungszahl laufen und das heißt, im Office-Betrieb oder wenn ihr am Desktop unterwegs seid, da werdet ihr die Karte definitiv nicht hören. Ja, also so viel zu den Taktraten, man kann da wirklich ein bisschen was nochmal zusätzlich rausholen. Ich möchte euch natürlich auch noch ein bisschen was von den Anschlüssen zeigen. Ja, Thema Stromzufuhr, dadurch, dass die 1060er doch ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Strom braucht, gibt es auch einen zusätzlichen Stromanschluss. Das ist in dem Fall ein 6-Pin PCI Express Stromstecker. Mehr braucht ihr auch nicht. Also über den PCI Express Steckplatz und über den 6-Pinner bekommt die Karte ausreichend Strom. Die Anschlüsse, ja, sind zeitgemäß, jetzt nicht extrem üppig, aber doch zeitgemäß. Ich hoffe, das sieht man. Ja, ein bisschen weiter runter noch, genau. Wir haben nämlich einmal DVI, wer es nutzen möchte. Wir haben einen DisplayPort und wir haben einen HDMI-Anschluss. Also da ist man wirklich bestens gewappnet. Da kann man alle gängigen Monitore dran anschließen. Da wird man also überhaupt kein Problem haben. Klar, die etwas größeren Karten wie die 1070er, 1080er haben dann doch mehr Anschlüsse. Aber für den normalen Zocker reicht das absolut aus. Ja, die meisten haben einen Monitor. Wenn ihr jetzt euch sagt, ihr wollt noch einen zweiten Monitor, auch kein Problem. Lediglich beim Triple-Monitor-Setup könnte schon ein bisschen problematisch werden. Ja. Aber ich sag mal so, für den Single-Monitor oder Dual-Monitor-Betrieb ist die Karte auch noch bestens gewappnet. Ja, ihr seht, die Karte ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Also gibt es auch nicht viel zu meckern. Normalerweise würden wir an dieser Stelle jetzt, würde ich euch ein bisschen Gameplay von Spiel zeigen. Das mache ich dieses Mal nicht, ganz einfach deswegen, weil wir schon mehrere 1060er Karten von KFA 2 getestet haben und da tut sich jetzt auch nicht viel, ja, da 5 Frames mehr, 4 Frames weniger, das ist jetzt nicht wirklich die Welt, deswegen tue ich das einfach jetzt hier an dieser Stelle noch ein bisschen einbauen, wie es mit der Performance aussieht. Ich fasse einfach mal kompakt zusammen. Wenn ihr bei Full HD zockt, also wenn ihr nicht über die Full HD geht, zum Beispiel auf 2K oder sogar auf 4K, dann könnt ihr jedes aktuelle Spiel, egal ob jetzt ein Battlefield 1 oder ein Far Cry 5 oder auch kommende Titel, wir haben auch die Karte ausprobiert schon mit einem Call of Duty Black Ops 4 mit der Beta, dann auch die Alpha vom Battlefield haben wir ausprobiert, die lief ja jetzt nochmal übers Wochenende, also von Battlefield 5 haben wir ausprobiert und alle diese Spiele laufen bei Full HD mit stellenweise maximalen Details und auch mit Anti-Aliasing, also Kantenglättung, bei mindestens 60 Bildern pro Sekunde. Also das ist eine super schnelle Grafikkarte. Bei Full HD reicht das vollkommen aus. Ja. Also lediglich, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt vielleicht dann doch noch ein bisschen die Auflösung steigern auf 2K, dann dürfte eine 1070er etwas interessanter sein. Aber für den Full HD-Zocker, und das sind fast die meisten, wir haben ja auch diverse Umfragen schon bei uns auf der Seite gehabt, auch die Steam-Umfragen zeigen es immer wieder, die meisten von euch da draußen zocken noch immer oder nach wie vor mit Full HD, was ja auch ganz okay ist. Und bei einer Full HD Auflösung reicht diese Karte eben mit den 6 GB Grafikspeicher locker aus, ja, um eben alle möglichen gängigen kommenden Spiele auch mit 60 Bildern pro Sekunde zu zocken. Also von daher performancemäßig können wir da auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben geben für die Karte. Und jetzt natürlich zum Thema Preis. Wer die letzten Monate so beobachtet hat, die Grafikkartenpreise sind explodiert. Das lag am Mining Boom. Auch die 1060er war davon betroffen, nicht jetzt ganz so massiv wie die 1070er und 1080er, aber auch die 1060er wurde sehr, sehr gerne gekauft für Mining-Projekte. Und jetzt ist es so, das ganze Mining ist ein bisschen zurückgegangen oder doch recht stark sogar. Die Hersteller gehen entsprechend auch mit den Preisen runter. Es ist jetzt noch nicht dieser massive Preisfall da, den sich vielleicht viele gewünscht hätten, aber wir sind immerhin wieder auf erschwinglichen Preisen. Und die Karte hier vor mir oder die ihr gerade seht, die KFA 2, die 1060 OC, kostet derzeit 265 bis 270 Euro. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein absolut fairer Preis. Klar, vor ein paar Monaten wäre sie vielleicht noch
noch ein bisschen günstiger gewesen vor diesem ganzen Mining-Boom. Aber nichtsdestotrotz haben sich die Preise jetzt mittlerweile gefangen. Und wenn ihr sagt, hey, ich suche eine Karte für Full-HD-Gaming, ich brauche jetzt nicht das allerkrasseste Overclocking-Monster, ich brauche jetzt nicht irgendeine schnicke RGB-Beleuchtung. Genau, wenn ihr sagt, was quasi schlicht ist, aber trotzdem performant ist und das Ganze zu einem guten Preis, dann seid ihr mit der neuen KFA 2 1060 OC definitiv gut beraten. Ja, das war's zu der Karte. Ich habe es ja schon so ein bisschen angeteasert. Bald kommen die neuen Nvidia-Karten. Wir werden dann sicher einige von den neuen Karten auch von KFA 2 testen. Also könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritiken habt, rein in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, einen guten Morgen, Mahlzeit, je nachdem, wann ihr das Video anguckt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.